Ja, guten Morgen. Hier ist Guten Herr. Morgen. Wie bitte? Ja, guten Morgen, habe ich nur gesagt. Ja, ich ja auch, ne? Was wollte ich denn jetzt Ja. sagen? Ja, von Rudersdorf ist am Telefon. Ich habe hier im Ja. Prinzip einen Geschenknummer vorliegen für Sie. Da soll ich Ja. anrufen. Ja, okay. Sie heißen von Rudersdorf? Jawohl. Und der Vorname? Kurt mit Kaufmann vorne. Ja. Ich weiß nicht, warum ich das immer Kurt dazu von. sage. Ich habe noch nie gesehen, dass das jemand mit C schreibt. Aber ist ja egal. Gibt es aber auch, ja, Haben mit Sie das C. schon mal erlebt? Aber Da ich. ist das ja doch nicht Nee, unbegründet, ich die per Angst. nee, 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 ich persönlich auch noch nicht. Ich habe es nur schon mal im Fernsehen, im Abspann, wenn die Filme zu Ende sind, da habe ich das auch schon mit C gesehen. Aha, sowas schauen Und. Sie sich an, das wäre mir viel zu langweilig. Nee, nur manchmal, wenn es noch flimmert und ich noch nicht ausgemacht habe, da ist es mir mal aufgefallen. Dann habe ich gedacht, es sieht komisch aus mit C. Ja, also ich hatte, ich Ja. musste mir, ich habe da ja schon von Abspann, sagen wir mal, im Prinzip bin ich ja schwer geschädigt, ne? Ich hatte mal Ja. die Freude, ne? Da lag ich mit zwei, ich habe ja eine Ziegenfarm gehabt immer, ne? Da lag ich mit zwei Aha. gebrochenen Beinen im Bett, weil da ist ja Bock drüber gelaufen. Und Ach du je. ich hab die Fernbedienung außer Reichweite gehabt und der Enkel war auch nicht da. Und dann musste ich mir Ja. quasi vom Herr der Ringe den Abspann immer wieder angucken, weil ich konnte ja nicht Ah. aufstehen. Und das dauert ja Ja. ewig lang. Ja. Das Nee, hört der ja Herr der Ringe habe ich jetzt wieder noch nicht gesehen. Noch der gar nicht gesehen. Ja, also die Filme an sich, die sind, sag ich mal, schon sehenswert, aber sag mal, der Abspann dauert ja fast so lang wie einer von den Teilen, ne? Das ist ja. Oh je. Oh je. Ja, das, also Sie Oh. dürfen gerne mal zum Filmclub, sag ich mal, auch vorbeikommen, ne? Also da sind wir. Wir sind da, sagen wir mal, Neuinteressierten in der Tolkien-Gemeinschaft, sag ich mal, immer offen gegenüber. Solange Sie kein Ja. Ork sind, natürlich. Nee, ich bin kein Ork. Das Herr ist von super. Rudersdorf, wie ist denn Ihre Postleitzahl? Nochmal bitte? Die Postleitzahl? Ja, 25980. 0 und die Straße? Nochmal? Die Straße, Ihre Straße, wo Sie wohnen? Nee, 25980 ist ja, sagen wir mal, die Ja, und Anschrift. ja, genau. Und die Straße, wo Sie wohnen? Ach so, das ist ja die Dorfstraße, ne? Die Dorfstraße. Und die Hausnummer? 37. 37. Das ist ja auf Sylt, ne? Ja, genau, Dorfstraße 37 auf Ja, Sylt. gut. Nur, dass wir uns, es Und gibt ja, glaube ich, mehrere Dorfstraßen. ja, gibt es, aber ich habe jetzt die auf Sylt. 25.980 Sylt. Und Ihr Geburtsdatum? Das ist der 8. Mai. Ja. 47. 47. Klar. Bitte? Gut. Und die haben eine Kontrollnummer erhalten. Wie ist die denn? Ja, 25980 ist die Postleitzahl. Nee, die Kontrollnummer. Was meinen Sie jetzt von, Sie haben doch da so ein Gewinnspiel und da haben Sie Ach eine ja. Kontrolle. Ja, da Ja? steht ja im Prinzip 0800. Dann ist das Hä? 344, 344 und die 7. Also Sie kennen doch Ihre eigene Telefonnummer. Nee, ich will ja nicht die Telefonnummer, ich will Ihre Kontrollnummer für das Gewinnspiel. Also hier Da ist steht Ihr eine, da sind. persönlicher Geschenkcode. Meinen Sie das? Den meine ich ja. Ja, da steht ja Gustav Ludwig Unglück, also durchbuchstabiert. Und dann Ja. 6629 im Prinzip. 6629. Okay, Ja, alles sind Sie klar. das auf dem Foto hier drauf? Auf welchem Foto? Was sehen Sie denn für ein Na, Foto? da ist eine Dame mit einem erhobenen Zeigefinger, die zeigt auf Nee, dem Gewinn. Ach so. das bin nicht ich. Nein, Na, bin nicht ich. das hätte Nein. ja sein können. Dann wären Sie mir noch sympathischer. Nee, das bin nicht ich. Das ist gut. Okay. Oder nicht gut. Herr Also Ruders. ja, man macht ja wenig aus im Prinzip. Ne? Man kann sich ja auch auf, ich habe ja ein telefonisches Gedächtnis. Ne? Man kann sich ja auch so Ja, sympathisch sein. Ne? das ist richtig, Herr von Rudersdorf.
Ja. Sie sind jetzt auf jeden Fall bei uns hier registriert für die 100.000 Euro. Wie Ja, viel? 100.000 Euro Ich können werde Sie ja gewinnen. schwach. Können Sie gewinnen? Sie haben die noch Ja, nicht das vor habe sich, ich ja? verstanden, aber wo Ach bin ich denn so. da jetzt gelandet? Wer ist denn da so Bei spendabel? Gewinnspielservice, das Aha. Spendabel ist die MMC GmbH in Hamburg. Das ist der Was war Rentenmillionenveranstalter. das? MMC GmbH? Wofür steht denn das? Ja. Na, das ist von der, die haben ja die aktuelle, ja, Ja. abonniert. Und das ist halt für ausgewählte Leser der aktuellen, ja. Aha. Da habe ich nämlich auch noch eine Überraschung für Sie, Herr von Rudersdorf. Sie haben jetzt nämlich auch noch die Möglichkeit, sich bei mir die Vorteile von Profit und Rente zu sichern. Damit Ente? haben Sie Profit und Rente. Damit haben Sie ab 15. Juli die Chance auf eine Rentenmillion. Ja, da Million? findet eine Rentenmillion, genau. Da findet dann jeden Tag eine Ziehung des Rentenjackpots statt. Und Ja. Sie und nur 99 weitere Personen sind dann in dieser kleinen Gemeinschaft täglich mit 100 Tippreihen am Start. Das sind 3000 Gewinnchancen im Monat auf die Millionenrente. Ja? Tja, und wer verschenkt die? Na, wie gesagt, die MMC GmbH in Ach Hamburg. so, die auch wieder. Ja. Habe ich Und noch nie von gehört, zusätzlich. dass die müssten ja so ein Bundesverdienstkreuz kriegen. Naja, zusätzlich erhalten Sie auch noch einen persönlichen Tipp, den dürfen Sie selbst bestimmen. Und so haben Sie dann jeden Samstag auch die Chance, den Jackpot im Alleingang zu knacken. Im was Den nochmal? Gewinn, den Jackpot können Sie auch alleine knacken, für sich alleine, nicht mit der Gemeinschaft, sondern nur Sie. Ja, und im Gewinnfall erhalten Sie dann einen Sofortgewinn in Höhe von 40.000 Euro. Sowie eine monatliche Rente in Höhe von 4.000 Euro und das für 20 Jahre. Oh, Ja? so, ich weiß schon gar nicht, ob ich noch so lange lebe. Die ist auch übertragbar und auch vererbbar. Ja, Also das ist kein Problem. kann ich dann dem Imperium vermachen. Das ist ja nicht Das verkehrt, können, ne? das wollte ich gerade sagen. Das können Sie dem Imperium vermachen. Das Genau. ist gut. Und Sind Sie denn ja, auch und loyal dem Imperium gegenüber? ich bin auch loyal dem Ja, das ist Imperium sehr gegenüber, gut. ja. Ja, das haben Sie sich ja, sag ich mal, schon mal einen Platz in meinem Herzen auch verdient, ne? Okay, alles klar. Das ist sehr Herr gut. von Rudersdorf, Sie Ja. haben auch mit Ihrem persönlichen Einzeltipp jeden Samstag die Chance auf Kleingewinne von Einzelkämpfer? 50. Sie haben auch die Chance auf Kleingewinne von 50 bis 10.000 Euro, ja? Ja, also die kleineren Operationen, das haben wir ja früher auch so gemacht, ne? Man kann ja im Prinzip nicht alles mit, sag ich mal, mit einer Panzerarmee bewältigen. Ich sag mal, wir haben ja für diese Spezialaufgaben haben wir im Prinzip das Flugmagierbataillon gehabt immer, ne? Die waren Ja, da, sagen wir ja. mal, auch sehr effektiv. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was ich eigentlich erzählen wollte. Ist ja Das auch weiß egal. ich auch Möchten nicht. Sie Okay, auch Herr. einen Kaffee haben? Und dann, wie kriegen wir den durchs Telefon? Na, ich habe im Prinzip von meinem Enkelsohn hier aus dem Strategiehauptquartier, ist der ja im Prinzip, der hat mir, weil ich Ja. so gern Schach spiele, der hat mir so einen 3D-Drucker mitgebracht. Ich arbeite noch daran, den in Betrieb zu setzen, aber dann könnte ich Ihnen das ja theoretisch per E-Mail schicken, wenn Sie auch Das einen stimmt. haben. Ich habe auch einen, ja. Ja, was haben Sie für ein Modell So. vorliegen? Ein Dell. Ein Dell 3D-Drucker? Achso, nee, einen 3D-Drucker habe ich nicht. Ich dachte, ein Computer. Ach Nee, so. 3D-Drucker habe ich nicht. Nee, Ja, das ist, dann das kann habe ich ich Ihnen leider den nicht. Kaffee ja auch Dann gar können nicht Sie mir das, rüberschicken. dann können Sie mir den nicht schicken. Dann Nee, müssen das Sie mal stimmt. auf die Insel hier Ja. kommen, ne? Ja, Zum Siegfried genau. Wall. Ja. Herr von Rudersdorf, ich habe noch eine Frage zum Ja. Abschluss. Dürfen wir Sie natürlich jederzeit widerruflich anrufen, wenn wir interessante Angebote für Tageszeitungen oder Zeitschriftenabos haben? Was ist denn ein widerruflicher Anruf? Das widerspricht sich irgendwie. Nee, Sie können den jederzeit widerrufen. Wenn Sie jetzt sagen, ja, wir dürfen Sie anrufen, überlegen sich das aber anders, dann können Sie das widerrufen und sagen, ich möchte nicht mehr angerufen werden.
Aber wie soll ich das widerrufen, wenn ich nicht mehr anrufen darf? Das geht ja gar nicht. Das sagt ja keiner, dass Sie nicht mehr anrufen dürfen. Wir dürfen Sie dann nicht mehr anrufen. Ja, aber das ist ja dann auch nicht gerecht, wenn ich Sie dann noch anrufe. Das ist ja immer so eine Doch, Frage Sie von müssen ja noch, Sie gegenseitigem müssen, Einverständnis im Prinzip. aber Sie müssen ja noch einmal anrufen, um uns zu sagen, dass wir nicht mehr anrufen sollen. Aber ich mag Geht das ja ja nicht gerne, anders. wenn Leute bei mir anrufen. Ach so. Ja, ich Also ist das unterhalte in mich ja Ordnung? gerne im Prinzip, ne? Okay. Also ist das in Ordnung, wenn wir Ihren telefonisch interessante Angebote für Tageszeitungen oder Zeitschriftenabos machen? Ja, wann wollen Sie denn wieder anrufen? Da gibt es keine bestimmten Termine, das Ach erfolgt so. dann wahllos. Ja? Zur Wahl? Also da. Also so eine Umfrage dann im Prinzip, wer was gewählt wird, oder? Nee, das ist wahllos. Das kann ich Ihnen nicht sagen, wann genau da ein Anruf erfolgen wird. Ja? Ja, und geht's dann da um Schweinswale oder eher um den Buckelwal? Weil wir haben hier auf Sylt ja erst vor 2 Wochen, ist da ja wieder einer gestrandet hier im Prinzip, ne? Okay. Nee, da geht's nicht um Schweinswale, da geht's auch nicht um Buckelwale, da geht's nur um Zeitschriften. Ja, aber Sie haben doch was von Walen erzählt. Ich Ja, bin ganz nee, verwirrt. wahllos. Ich habe gesagt, das ist wahllos, wann ein Anruf erfolgt. Aber nicht Also die da hat man Wale, dann die keine Tiere, Wahl, sondern ob man das passiert einfach. richtig. Also wir haben dann keine, wenn Sie sagen, Sie möchten nicht mehr angerufen werden, haben wir keine Wahl, das zu ändern. Das ist im So. Prinzip die Weiterentwicklung der mobilen Verteidigungsstrategie. Ich habe das schon durchschaut, wie Sie das Genau, machen. Das ist, sag ich ganz mal, genau. äußerst klug gemacht. Da wäre mein Kollege, der General im Ruhestand Setour, auch sehr stolz auf Sie, dass Sie das, sag ich mal, so weitergemacht haben, wie damals in den Okay. glorreichen Tagen. Und wann kriege ich jetzt Ja. die Kohle? Die Kohle kriegen Sie, da findet die Auslosung noch statt. Wenn Sie die gewinnen, dann kriegen Sie vorher eine schriftliche Gewinnbenachrichtigung. Aber wie kann Ja? ich denn, bevor ich was gewinne, informiert werden? Das kann doch erst hinterher Na, das passieren. geht nicht. Die Auslosung hat ja noch gar nicht stattgefunden. Aber wann ist sie denn? Also, die ist Ende des Monats erst. Das ist ja noch fast 2 Wochen. Ja, das ist Und richtig. dann Und wollen wenn Sie Sie noch in mal spätestens, anrufen. Oder muss ich da jetzt nee, noch ich, irgendwas für tun? nein, ich rufe da auch nicht nochmal an. Schade. Sie kriegen dann entweder eine schriftliche Gewinnbenachrichtigung Ja. und wenn Sie keine bekommen, dann haben Sie leider auch nichts gewonnen. Und das war jetzt Profit und Rente, haben Sie gesagt. Das war da, wo ich Ente Nee. verstanden Oh. hatte. Wo sie Ente verstanden hat. Ja. Nee, das geht jetzt um die 100.000 und Profit und Rente. Da haben Sie ja alle diese Gewinnchancen durch die exklusive Vorteilskarte Profit und Rente, die ich heute auf Sie persönlich ausstelle. Und damit können Sie dann auch bis zu 35% sparen Oha. bei Online-Einkäufen und Sie profitieren dauerhaft von einer 5% Ersparnis auf Einkäufe vor Ort. Also bei Lidl, bei Rewe, Ja, bei wirklich? Netto. Ja, an allen Tankstellen, in Apotheken, überall sparen Sie immer 5%. Oh, Also mit Apotheke jedem und Aldi Einkauf. hört sich gut an. Haben Sie Tankstelle gesagt? Deshalb Tankstelle habe ich auch Gilt gesagt, das ja. auch für die Fischbrötchen, die da haben? Weil die sind ja so unglaublich teuer Nein, nein, geworden. leider nur, nein, nein, leider nur fürs Tanken. Ah, ja, nur tanken ist ja gut, das ist ja so teuer geworden, ne? Ja, Und richtig, da hier auf lohnen der sich doch Insel erst recht, 5%. ne? Weil hier müssen sie einmal die Tanklaster, die können ja nicht durchs Meer fahren. Ich meine, Ja, wir haben ja damals, ja. sag ich mal, sag mal, Technik dafür, es wäre ja physikalisch, theoretisch möglich. Das H2O-Verbot ist ja umgesetzt worden. Aber die schippern die Dinger ja immer noch mit dem Zug hier rüber. Und dann kommen jetzt noch die ganzen Ja. Touristen, die uns den Sprit wegkaufen. Und dann wird das schon schwierig, ne? Ja, das stimmt. Was soll man da nur Ja, und da machen? sparen Sie, wie gesagt, 5%. Und Herr von Was Rudersdorf, war das jetzt? wenn Cent schon oder Prozent, bitte? Prozent, also Prozent. 5%, ja, Ist genau. gut. Und Sie erhalten diese ganzen Vorteile natürlich zu den besten Konditionen. So gerade mal 1,66 am Tag nutzen Sie Profit und Rente. Das ergebe im Monat einen fairen Betrag von nur 49,90 und das läuft 3 kurze überschaubare Monate. Und Sie haben es geschafft in den Kreis derer, die damit teilnehmen dürfen.
Und ich würde sagen, nutzen Sie mal Ihre Chance für die 3 Monate und nennen Sie mir mal 7 schöne Zahlen zwischen 1 und 49, Herr von Ah, Rudersdorf. jetzt geht's an die Chiffrierung. Das ist ja mein Spezialgebiet gewesen. 33, Ja. Ja. 11, Ja. 47, Ja. 1, 2, 3. 1, 2, 3 und noch eine. Um jetzt halt verifizieren zu können, dass Sie auch zum Ministerium gehören, müssen Sie mir einmal die Kontrollziffer ja vorlesen, ne? Das ist jetzt zur Verifizierung. Ah, ja, 33, 11, 47, 1, 2, 3. Ja, und Ihre Zahl dazu? Sie haben ja das Das wäre Gegenstück. die 49. Die 9, da muss ich gerade mal auf meiner Chiffriertabelle nachschauen. Sie sagten ja, das geht jetzt dann im Juli los, ne? Und in diesem Richtig, richtig. Zahlenmuster zusammen mit der 49 würde mir das jetzt, das ist ja hier eine geschützte Leitung, ne, vom Imperium. Ja, Gut, dann ja. können wir ja offen sprechen. Dann deutet die 49 nach meiner Chiffriertabelle ja im Prinzip darauf hin. Sie sagten, 3 Monate dauert die Operation, ne? Richtig, Das ist richtig. dann 3 Monate dauert die im Operation. Prinzip die Sommeroffensive. Geht die nach Norden oder Die nach Osten diesmal? geht nach Osten. Ach Gottchen, schon wieder. Da war es ja nicht so schön das letzte Mal, aber was will man halt tun, wenn der Kaiser ruft, Aber dann müssen wir folgen, ne? richtig, Das ist richtig. einfach, wir müssen uns ja verteidigen, das geht ja nicht anders. Ja, Das ist, aber ich bin jetzt ja. ja, sag ich mal, schon länger außer Dienst. Wer hat denn im Ja. Prinzip, falls ich habe ja schon mal die höchste Sicherheitsfreigabe, wer hat denn momentan das Oberkommando an der Das Ostfront? weiß ich. An der Ost, das weiß ich Ja, Sie nicht. müssen doch Olaf wissen. Scholz. Wer nochmal? Olaf Scholz. Olaf Scholz. Ist das Brigadegeneral oder was hat der für einen Ja. Rang? Oh, das. Das ist Brigadegeneral, Ja, ja. das habe ich ja schon lange nicht mehr gehört von dem Namen. Ich Okay. glaube, mit dem ist mein Großvater damals zur Schule gegangen. Das kann sein, Ich ja. weiß Da war das ich noch nicht. nicht auf der Welt. Ja, Sie hören Herr sich von doch, Rudolf? Sie hören sich an wie Anfang 20. Das kann ich mir gut Ach, um Gottes Willen, vorstellen. ich bin 52. Na, jetzt hören Sie mal auf, mich anzulügen. Nein, nö, ich lüge Sie nicht an, das ist wahr. Ja, da haben Sie aber, sagen wir mal, alle Achtung, junge Frau. Da können Sie ja auch noch mit an die Ostfront. Ich setze sie glatt in den Panzer Richtig. rein, aber ich habe ja keine Befehlsgewalt mehr. Ja, Herr von Was Rudersdorf, ist denn, sag ich mal, alles. wir haben ja im Prinzip da immer das Problem früher gehabt, dass, sagen wir mal, das strategische Hauptquartier, ne, die Ja. sind ja immer zu rational an alle Sachen rangegangen, bis Ja. Generalmajor de Gretzow da, sag ich mal, diese fantastische Rede gehalten hat und die Leute halt Ja. quasi nochmal auf den Boden zurückgeholt hat, dass die Menschen ja quasi nach wie vor wilde Tiere sind. Wenn es jetzt wieder nach Osten geht, da sehen wir ja mal wieder, dass Ja. sie recht gehabt hat. Die Frage ist ja im Prinzip, sind inzwischen auch die Hühner einsatzbereit? Die sind auch einsatzbereit. Wie viele So, haben Sie denn aufstellen können für die Herr von Operation? Rudersdorf, Ja. Herr von Rudersdorf, es gibt hier noch was anderes Wichtiges, was ich Ihnen jetzt mal sagen muss. Ja. Nämlich alles, was wir heute besprochen haben, das bekommen Sie selbstverständlich schriftlich bestätigt. Und in den Unterlagen ist dann auch direkt Ihre persönliche Profit- und Rentecard enthalten. Wollen Sie sich meinen Namen mal aufschreiben? Wer macht denn dieses Profit und Rente wiederum? Die MMC GmbH in Hamburg. Auch, die machen ja Ja, alles. auch. Ja. Ist das im Prinzip, sagen wir, eine Nee. Unterabteilung vom strategischen Hauptquartier dann im Prinzip? Genau. Und wer Wollen Sie leitet sich das? mein, wollen Sie sich Nee, das und meinen Namen mal nein, aufschreiben? nein, das unterliegt ja der Geheimhaltung. Da dürfen wir, ja am Tele wir dürfen Ja, uns ja ist nur mit richtig. Codenamen ansprechen. Wie war Ihr Richtig. Codename nochmal? Mein Codename ist Mona. Ja, ich bin der Taubenmann, falls Sie da. Ja, Sie wissen Sie ja, Der wenn Sie mich ja. Taubenmann. Ja, Taubenmann. Okay, ja. Oh mein Herr von Gott. Rudersdorf, Ja, der nein, Betrag und. keine echten Namen. Ey, okay. Taubenmann, der Ja? Betrag von 49,90, der wird immer zum 1. eines Monats von Ihrem Girokonto eingezogen. Geldgewinne werden dort
in Überwiesen. Das wäre erstmalig am 1. Juli, am 1. August und am 1. September. Aber ist das nicht ein bisschen auffällig, wenn wir das immer am gleichen Datum machen? Da können die, da wissen die ja immer, was wir vorhaben. Da muss ja ein bisschen, da muss ja Bewegung rein in die Sache. Wir können ja keine statische Verteidigung führen. Wir müssen ja angreifen, ne? Ne, doch in dem Fall geht das dann schon. Hat das strategische Hauptquartier das so angeordnet? Ja, genau. Ach, ja, mit welcher Bank arbeiten Sie denn zusammen? Ja, das ist ja im Prinzip die Imperia. Die Imperia. Und wie ist denn da Ihre IBAN? Ich brauche mal Ihre IBAN. Also jetzt quasi wieder so eine Kontrollnummer-Geschichte. Da muss ich im Prinzip. Ne, Ihre Nummer, Sie haben doch eine Bankkarte, ja? Ja, sagen wir mal hier, sag ich mal, die für den jüngsten Tag im Prinzip, ne? Ja, Sie haben doch eine Bankkarte von Ihrer Bank, von der Imperia, ja? Ja, natürlich. Und da brauche ich mal die DE-Nummer, die mit DE anfängt. Also meine Dienstnummer im Prinzip. Ja, die genau. Kann ich Ihnen mitteilen. Und die fängt ja, die mit fängt DE ja an, an mit DE. Dann kommt ja, ja im genau. Prinzip 948. Ja. 705. Ja. 5. Ja. Einmal die 0. Ja. 2, 3. Ja. 5, 5. Ja. Und der Rest ist Ihnen ja, sagen wir mal, als Gegenstück bekannt. Da geht es ja immer die 2-Personen-Authentifizierung durchzuführen. Nee, das ist mir leider nicht bekannt. Ich bräuchte schon die Nummer bis zum Schluss. Oha. Welche Sicherheitsstufe haben Sie denn persönlich, wenn ich fragen darf? Die 3. Sicherheitsstufe 3? Ja. Entschuldigung, dass ich Sie nicht mit Dienstgrad angesprochen habe, Frau Major. Das ist mir nicht bekannt gewesen. Nicht, dass Sie das als respektlos auffassen. Empfinde ich nicht als respektlos. Ja, gut, so. Wie geht's denn nach der 2355 weiter mit den Zahlen? Also nachher muss ich noch zum Ohrenarzt. Ja. Ja. Sie haben mir ja gerade Ihre Dienstnummer gesagt. Da waren wir jetzt bis der 2355 und wie geht es dann weiter? Ja, 051. Ja. Und beim Rest, da stand der Kochtopf drauf. Da muss ich jetzt nochmal nachschauen. Das ist ein bisschen verlaufen im Prinzip. Kann ich da den Ersatz beantragen? Weil wenn das na, bei mir nicht. Da müssten Sie sich an die Abteilung für Ausweise, für Dienstnummern wenden. Ach so. Haben Sie da denn im Prinzip eine Durchwahl für mich? Da habe ich keine Durchwahl. Die müssen Sie irgendwo in Ihren Unterlagen finden. Oh. Das müsste ja eine ziemlich geringe Sicherheitsstufe sein. Da kann ich ja noch mal gucken. Ja. Weil sowas braucht ja im Prinzip jeder. Herr von Rudersdorf. Ja. Ich hatte ja schon gefragt, ob wir Sie anrufen dürfen. Taubenmann, okay. Bitte. Ich, Taubenmann, ja. Ich muss jetzt leider weitermachen. Ich habe noch ein bisschen was zu tun. Ja. Ja? Ich muss im Prinzip, am Ende muss ich ja im Prinzip immer noch mal, haben Sie noch eine Minute? Nee, ganz schlecht. Die müssen Sie sich jetzt, das ist ja im Prinzip aber ganz wichtig, weil Sie wollten jetzt ja gerade im Prinzip einen armen alten Mann, der offensichtlich vollkommen verwirrt ist, das Geld abziehen. Schämen Sie sich gar nicht? Ich schäme mich nicht, weil ich wollte Ihnen kein Geld abziehen. Ja, Sie haben mir keine Kontonummer gegeben. Geben Sie mir nochmal Ihre Dienstnummer, die Kontonummer, Ostoffensive. Ich diene dem Imperium. Sie haben ja jeden Quatsch gesagt, um an mein Geld zu kommen. Schämen Sie sich mal was. Gehen Sie sich mal richtige Arbeit suchen. Das ist ja unglaublich. Alles klar, das werde ich tun. Aber ich habe richtige Arbeit. Nee. Ich habe Ihnen ein Angebot. Alte Leute abzocken, die offenbar krank im Kopf sind. Verträge andrehen, gehen Sie mal richtige Arbeit suchen. Das haben Sie jetzt gesagt. Sie haben das gemacht. Ich habe das mit dem Imperium mitgemacht, weil ich Sie nicht beleidigen wollte. Sie haben das mitgemacht, damit ich bei Ihnen einkaufe. Und diese MMC GmbH aus Hamburg gibt es gar nicht. Geben Sie das mal bei Google ein. Das ist die Elite Premium Service AG aus der Schweiz und das sind bekannte Betrüger seit über 10 Jahren. Die Elite Premium Service AG in St. Gallen, genau. Ja, sind Betrüger. Da kommen die Unterlagen her, da haben Sie recht. Geben Sie mal Elite Premium Service AG bei Google ein, da warnt der Verbraucherschutz davor, das sind Betrüger. Ja. Und jetzt gehen Sie sich was schämen, verdammt nochmal. Das mache ich, alles klar. Von wegen. Okay. Ich Spiegel geht noch kaputt beim Reingucken. Sande, ja. Sande, Sande, Sande. Herr Rudersdorf, Sie haben mich aber auch ausgenutzt.
Sie telefonieren gerne. Sie telefonieren gerne. Ja, ich werde Sie noch ganz oft anrufen, solange Sie alte Leute verarschen. Auf Wiederhören. Alter, was ein elendes, elendes Wesen. Der Mann ist offensichtlich schwer, schwer krank im Kopf. Nein, ich habe das nur gesagt, um Sie nicht zu beleidigen. Ja, damit du mein scheiß Geld kriegst, verdammt. Und dann sagst du noch... Nein, ich finde da gar keine Worte für, die nicht dazu führen würden, dass die mir den Kanal sperren. Verdammte Kacke. Was für eine elende Kreatur.